nochmal. Ich möchte, dass du jetzt gehst. Und warum, wenn ich bitten darf? Weil du mir schon wieder das Messer auf die Brust drückst. Und das vertrage ich nun mal nicht. Messer auf die Brust, so ein Quatsch. Ich liebe dich und ich will bloß wissen, ob du mich auch liebst. Ist denn das zu viel verlangt? Nein! Aber ich kann nun mal nicht wie auf Knopfdruck über meine Gefühle sprechen, geschweige denn sie zeigen. Wie wär's, wenn du es dann mal versuchen würdest? Ach, das kann ich nicht! Selbst wenn ich wollte. Ich kann mich nicht Hals über Kopf in eine Beziehung mit dir stürzen. Nicht nach allem, was passiert ist. Was ist denn schon passiert? Das fragst du noch? Erst machst du dich gleichzeitig an Sophie und mich ran. Dann verschwindest du tagelang. Und wenn du wieder auftauchst, dann versuchst du dich zwischen uns zu drängen, indem du behauptest, dass du nur in mich verliebt bist. Das glaubst du doch nicht im Ernst. Verstehe. Wenn das so ist, dann gehe ich. Egal, was du denkst. Ich werde dich immer lieben. Aber ich werde nicht ewig auf dich warten. Nun, was die Agentur betrifft, ist soweit alles klar. Im Prinzip können wir loslegen. Aber? Naja, für die Veröffentlichung der Inselfotos von Jan und Julia brauchen wir natürlich noch seine Zustimmung. Wieso das denn? Jan ist doch mein Sohn. Trotzdem, aber ohne seine Einwilligung geht gar nichts. Oder wollen Sie riskieren, dass er die Kampagne durch eine einstwillige Verfügung stoppt? Sehen Sie, deshalb sollten wir ihn zuerst fragen. Wenn Sie möchten, kann ich das übernehmen. Nein, lassen Sie mal, das mache ich schon selbst. Wie Sie wünschen. Wenn wir jetzt nichts mehr zu erledigen hätten, ich bin schon spät dran. Ich schätze, etwas Unangenehmes. Wie kommen Sie jetzt darauf? Naja, Menschenkenntnis und Beobachtungsgabe, Sie waren heute nicht sehr bei der Sache. Ach, das muss am Wetter unschuldig. Aber Herr Fröhlich, als Werbefachmann sollten Ihnen bessere Ausreden einfallen. Lassen Sie mich raten, Sie haben Probleme mit Ihrem kleinen Doktor? Mhm. Naja, dann mal viel Glück. Dankeschön. Sänger, Neue Deutsche Welle mit 6 Buchstaben. Markus. Also gut, sag, was du zu sagen hast und dann hör auf, rumzunerven. Warum gibst du Markus gegenüber nicht zu, dass du in ihn verliebt bist? Weil ich mir nicht sicher bin, was ich für ihn empfinde. Dann sag ihm das, damit er endlich weiß, woran er ist. Am besten, du lädst ihn für heute Abend nochmal zum Essen ein. Und vorher gehen wir einkaufen. Ich werde drüber nachdenken. Ja, aber beeil dich. Markus sah heute Morgen ziemlich fertig aus. Heute Morgen? Ja, ich war vor der Schule kurz bei ihm, weil ich mich entschuldigen wollte. Aber du hast doch Hausarrest. Sag mal, kann es sein, dass du dich nur für mein Liebesleben interessierst, um hier rauszukommen? Idiot. Ich kann's immer noch nicht glauben, dass du mich zum Essen eingeladen hast. Das war Katis Idee. Aber du hast angerufen. Ja. Und du hast mir versprochen, dass du nicht wieder mit deinen Liebesschwüren anfängst. Hab ich. Und ich werde auch versuchen, mich dran zu halten. Seid ihr euch jetzt endlich einig? Ja, aber nur was das Essen angeht. Möchten Sie mal probieren? Ja, aber gerne. Mmh, hervorragend. Möchten Sie noch eins? Ja, wenn ich noch eins bekomme. Von mir können Sie noch viel mehr bekommen. Also ich verstehe dich echt nicht. Markus ist doch ein super Typ. Das hat sogar schon unsere Frau Antje gecheckt. Ich heiße übrigens Yvonne. Markus, oder? Tja, an deiner Stelle würde ich nicht zu lange warten. Es könnte nämlich sein, dass Markus eines Tages vergeben ist. Wollen wir nicht irgendwo eine Tasse Kaffee trinken? Was wird aus Ihrem Käse? Ach, ich mache einfach früher Feierabend. Aber da machen Sie doch gar keinen Umsatz. Man kann eben nicht alles haben. Sagen Sie das nicht. Sie werden lachen, ich mag überhaupt keinen Käse.
Aber das war ein Sonderangebot. Jetzt unternimm doch irgendwas. Na, was denn? Ja, sag ihm, dass du ihn liebst und dass er die Käsetante in den Wind schießen soll. Hm? Mensch, Gero, das ist deine letzte Chance. Also gut. Ich liebe dich. Lauter. Ich liebe dich. Ach, das bringt doch nichts. Willst du jetzt etwa kneifen? Das macht 247 Mark und 50, bitte. Ich liebe dich! Ja, los, weiter so! Ich liebe dich! Haben Sie das auch gehört? Ja. Tja, wenn das so ist, bedienen Sie sich. Und was wird aus mir? Aber du hörst doch, er liebt mich. Das ist versteckte Kamera. Ich liebe dich.